Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aller Lob mit Liebe und Verehrung gebührt Allah, dem Schöpfer, Lenker, Herrscher, Erhalter des gesamten Universums. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Und Friede und Segen sei mit dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Erstmal an alle Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Frieden, Segen und Barmherzigkeit mit euch allen sein. Und herzlich willkommen auch an alle Nicht-Muslime. Heute Morgen habe ich die Zeitung, beziehungsweise nicht die Zeitung, sondern habe ich, ich mache das oft, dass ich morgens erstmal gucke, was es Neues in der Welt gibt. Und dann habe ich gelesen, in Berliner Moschee, in Berlin Wedding, in der sogenannten Sahaba-Moschee, da gibt es eine Razzia. Wegen, man vermutet wohl, Terrorismusfinanzierung. Terrorismusfinanzierung. Und darüber wollte ich heute reden. Ich hoffe, es sind schon einige eingetrudelt hier. Bitte like. Erstmal Salam Aleikum nochmal an euch. Like das bitte. Teilt das, damit wir so viele wie möglich erreichen. Denn es geht mir hier darum, vor allen Dingen die Muslime für gewisse Dinge, die sich hier in diesem Land abspielen, zu sensibilisieren und auch Nicht-Muslime aufzuklären, was hier für ein Spiel gespielt wird. Ja? Bevor ich mit dem Fall mit der Razzia anfange, möchte ich erstmal darauf aufmerksam machen, dass der Bruder Bilal Gümüş zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde in Frankfurt. Ich war dort gewesen bei der Urteilsverkündung. Vorher hat mir der Anwalt von ihm, Ali Aydin, geraten, lieber nicht zum Prozess zu kommen, weil sich heute alles Mögliche zusammengereimt wird. Und ich glaube, ich kann es nicht besser wiedergeben, wie es der Anwalt gesagt hat über den Bruder Bilal. Er hat gesagt, es gibt politische Straftaten und es gibt auch Straftaten mit politischem Motiv, mit politischem Hintergrund. Es gibt aber auch politische Verurteilungen mit politischem Motiv. So sinngemäß der Anwalt von Bilal. Und er meinte, dass er so etwas noch nie gesehen hat, dass jemand so zu Unrecht ohne irgendwelche stichhaltigen Beweise verurteilt wird. Und er war wirklich sichtlich geschockt über dieses Urteil. Allerdings hat er auch gesagt, sinngemäß, ich gebe das sinngemäß wieder, dass er nie jemanden gesehen hatte, der mental in so einer starken, ich weiß nicht, ob nie oder kaum, also ich habe so verstanden, wie nie jemanden gesehen hat, der mental in so einer starken Verfassung ist wie der Bilal. Und das ist natürlich, wenn man in eine solche Situation kommt, der Bilal hat einen Sohn, möge Allah ihn beschützen, und natürlich auch Familie. Und das ist natürlich schon eine harte Situation, im Gefängnis zu sein. Und gerade wenn man weiß, dass man unschuldig ist und überhaupt nichts gemacht hat, die Mutter von dem Verurteilten, von dem, um dem es da ging, der gestorben ist in Syrien, die hat noch gesagt, dass sie sich überzeugt ist, dass der Bilal da nichts mit zu tun hat. Mit dem, aber wie gesagt, du kannst ja so viel erzählen, wie du willst. Wenn die einen Kieker, es gab ja hier, also auch das, was der andere gesagt hat, ich habe hier eine Verurteilung, gibt es nichts, gibt es hier. Es gibt sonst, gibt es Straftaten, da gibt es Telefonate, aufgenommene Telefonate, da gibt es beispielsweise irgendwelche Kronzeugen, die entweder lügen oder nicht lügen, das weiß man nicht. So, aber hier gibt es nichts, es gab keinen Kronzeugen, es gab noch nicht mal aufgenommene Telefonate, es gab praktisch nichts. Es war halt absolut ein absoluter Witz gewesen und man brauchte auch nicht länger darauf einzugehen. Macht viel Dua für den Bruder Bilal. Macht viel Dua für den Bruder Bilal. Es gibt einen Bruder, subhanallah, der hat sehr viel Geld ausgegeben für Anwaltskosten etc. Und inshallah könnt ihr euch schon mal bereithalten, dass ihr den Bruder, anstatt dass der vorher fragt, dass man vorher fragen kann, vielleicht könnt ihr euch bereithalten, dem da zu helfen. Und inshallah werden wir auch bald nochmal die Adresse bekannt geben von Bilal, dass ihr den Briefe schreiben könnt und eventuell auch finanziell im Gefängnis unterstützen könnt, werden wir das inshallah nochmal bekannt geben. Auf jeden Fall, zu dieser Razzia, die heute stattgefunden hat, in der Moschee in Berlin. Erstmal, warum
warum möchte ich hierzu ein Statement machen? Es gibt verschiedene Moscheen, die zugemacht wurden. Die Moschee, soweit ich weiß, ist sie jetzt nicht zugemacht worden, sondern es gab nur eine Razzia. Aber es gibt verschiedene Moscheen, die zugemacht wurden, in denen eine Razzia gemacht wurde, etc. Und ich habe kein Statement dazu gegeben. Diesen Moscheen wurden bestimmte Dinge vorgeworfen. Und ich habe zum Beispiel kein Statement gegeben, weil ich die Moschee nicht kenne. Ich weiß nicht, ob die Vorwürfe stimmen. Oder weil ich weiß, dass diese Moschee wirklich Dreck am Stecken hat. So. Ich kann nicht, also nicht die Moschee, über die wir jetzt reden in Berlin, aber wenn es eine Moschee gibt, die wirklich, wo Leute sich rumtreiben oder Prediger sind, die ganz klar dafür eintreten und dafür stehen und in der Szene bekannt sind, dass sie für Terroranschläge in Deutschland sind, da kann ich nicht nachher rumheulen, wenn es eine Razzia gibt oder die Moschee zugemacht wird. Aber hier in Berlin-Wedding, in dieser Moschee Sahaba, in der ich übrigens noch nie gewesen bin. Ich war noch nie in der Masjid al-Sahaba gewesen. Nur mal nebenbei. Aber ich habe öfter, weil wir durch Deutschland reisen, weil wir auf Pilgerfahrten sind, ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die regelmäßig in diese Moschee gehen und die auch dort von dem, in Anführungsstrichen, bösen, bösen Prediger Abul Barra beeinflusst werden, der schlimme Hassprediger, ja, Auzubillah, die von dem also beeinflusst werden. Und diese Leute, die mit ihm zusammen sind, das sind alles anständige, anständige Muslime, gute Muslime, die ich kennengelernt habe. Und all diese Leute sind Mashallah Tabarakallah vorbildlich, die ich kennengelernt habe. Aber wenn man sieht, dass die mit diesem Prediger zusammen sind und alle eine gewisse Richtung haben, mit Terrorismus nicht im Entferntesten was zu tun haben, sondern diesen ganzen Menhech, diesen Weg des Terrors als eine Irrleitung ansehen. Ja? Und ich kenne den Abul Bara, ich kenne ihn. Ich habe seine Telefonnummer nicht, ich konnte ihn heute auch nicht anrufen deswegen, aber ich habe jetzt gerade von jemandem gehört, dass man ihm wohl sowieso das Handy weggenommen hat. Aber ich habe ihn des Öfteren getroffen und ich kann nur Gutes über ihn sagen. Selbstverständlich ist es so, unter jedem Prediger oder allen Leuten, die zu Allah rufen, es gibt immer gewisse Dinge, wo man anderer Meinung ist. Es ist ganz normal. Abu Bakr und Umar hatten verschiedene Meinungen in manchen Sachen. Aber der Bruder ist, mashallah tabarakallah, einer der besten Prediger in Deutschland und alhamdulillah einer von denen, die noch durch Deutschland ziehen können. Ja, bei mir ist es sehr, sehr schwierig geworden, weil die ganzen Moscheen gegen mich aufgerotzt worden sind, andere mich einfach in den Stich gelassen haben. Aber alhamdulillah, er ist dazu in der Lage und er hat auch diesen Standort dort in Berlin. Und eigentlich müsste die deutsche Regierung ihm Geld geben dafür, für das, was er dort macht. Weil er ist jemand, der die Leute von der Straße holt, die man sonst als die Schwerkriminellen etc. abstempelt. Er ist hier, und das heißt nicht, dass er keine Fehler hat. Wir haben alle Fehler. Der Prophet, weil wenn ich ihn jetzt lobe, dann kommen wieder andere, ja, aber das und das interessiert mich nicht. Ja? Jeder hat irgendwo einen Fehler gemacht. Jeder hat irgendwo etwas gesagt, was dem nicht gefällt. Darum geht es nicht. Es geht um die Person. Es geht nicht darum, die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Ja? Es ist ganz klar. Der Prophet a.s. sagte, Kullu bani Adam khata wa khayru khata'ina tawwabun. Jeder Sohn Adams macht Fehler und die Besten von denen, die Fehler machen, sind die, die Tauba machen, die umkehren. So, die großen Gelehrten dieser Zeit hatten untereinander Meinungsverschiedenheiten, haben Fehler gemacht. Wir haben sogar, heute gibt es Bücher, wo man beispielsweise Meinungen sogar der großen Imame kritisiert. Der Prophet a.s. hat sogar manchmal die Sahaba getadelt für bestimmte Verhaltensweisen. Ja? Zum Beispiel, es gibt viele Beispiele dafür. Zum Beispiel Osama ibn Zaid, als er Fürsprache einlegen wollte für eine Frau, die gestohlen hat. Zum Beispiel Khalid al-Walid, als er sich falsch im Dschihad verhalten hat. Sehr häufig kommt das vor. So. Aber im Allgemeinen, mashallah tabarakallah, ist das etwas, ist das jemand, den Deutschland eigentlich bezahlen müsste, damit er die Leute von dem Weg des Terrors wegbringt und damit er die Leute von dem Weg der Kriminalität, Zuhälterei und so weiter wegbringt.
Subhanallah, vor ein paar Monaten haben wir noch gehört, ah, die ganze Kriminalität und diese Araber in Berlin und so und so und so und so. Ja, dann sollen sie die mal in diese Masjid Sahaba stecken, da wird die Kriminalität bringen, da wird die Kriminalität. Das ist das beste Programm, das ist mein Ratschlag an diejenigen, die für Berlin verantwortlich sind, Bürgermeister und so weiter. Schicken Sie den Abul Bara in die Schulen. Schicken Sie den Abul Bara in die Schulen und er soll mit den jugendlichen Kindern, die kriminell sind, die keinen Respekt haben vor den Lehrern, die sich asozial benehmen, weil sie angeblich Muslime sind, er soll mit denen reden. Und dann werden Sie sehen, wie sich die Situation in Berlin verbessert. Aber die Chance hat man verpasst. Warum? Weil man hier wieder ganz klar jemanden angreift, der mit Terror nicht im Entferntesten was zu tun hat. Er ist derjenige, der noch bevor ich ein Video gemacht habe gegen den IS, ein Video gemacht hat gegen den IS. Er ist derjenige, der das davor gemacht hat, als ich diese Situation noch nicht richtig einschätzen konnte. Ja? Aber ich lese hier einfach mal diesen unverschämten Zeitungsartikel von Focus vor, auch Locus. Und das ist übrigens, warum ich auch heute darüber rede, weil wir müssen wissen, liebe Geschwister im Islam, warum gegen diese Person und gegen diese Moschee vorgegangen wird. Warum ist das so? Was passiert jetzt? Die Eltern werden zu ihren Kindern sagen, geht nicht in diese Moschee, das sind Terrorismusfinanzierer. Um die Leute abzuschrecken, deswegen bin ich hier, um aufzuklären, dass das eine Lüge ist. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Gibt uns eure Beweise, wenn ihr wahrhaftig seid. Aber ihr seid Lügner. Hier, Fokus, auch Locus genannt, Locus, auch in der Umgangssprache, Klo mit gemeint, ja hier. Der islamische Hassprediger Abul Bara bei einem Vortrag. Seit den frühen Morgenstunden läuft eine Razzia in Berlin wegen Terrorismus finanziert. Das ist Realsatire, ehrlich gesagt. Im Mittelpunkt steht eine Moschee im Stadtteil Wedding und mehrere weitere Objekte. Das ist übrigens die andere Sache, die man will. Man möchte den Vermieter dieser Moschee einschüchtern. Garantiert. Guck mal, ich habe nicht mit einem einzigen darüber geredet, was es dort genau für Details gab. Aber ich kenne das ja. Bei mir zu Hause waren schon 5 Razzien gewesen. Ich kenne Moscheen, die damals EZB-Moscheen, ich kenne es ja, garantiert haben, die da Sachen kaputt geschlagen, Sachen kaputt gemacht vom Haus, damit der Vermieter sagt, boah, nee, die möchte ich hier absolut nicht mehr haben. Das ist garantiert das Ziel. Das andere Ziel ist auch noch, die Unterstützer wegzureißen. Geh besser nicht in die Moschee, sonst kriegst du nachher noch Probleme mit der Polizei. Hier heißt es, liebe Geschwister, Mut und Standhaftigkeit zeigen und den Brüdern beizustehen. Allah sagt, Elif Lamim, hasiban nasu, ayyutraku, ayyakulu, amanna, wuhum la yuftanun. Elif Lamim, haben die Menschen gedacht, sie werden in Ruhe gelassen, nur weil sie sagen, wir glauben. Und sie werden nicht auf die Probe gestellt. Aber wir haben schon diejenigen vor euch auf die Probe gestellt, auf das Allah diejenigen kenntlich macht, die wahrhaftig sind, auf das er die Lügner kenntlich macht. Der 45-jährige Ahmed A., ich wusste bisher nicht, wie alt er ist, er wollte es mir nicht sagen, jetzt weiß ich es, der öffentlich unter dem Namen Abul Bara als Imam auftritt, ist verdächtig, einem dschihadistischen Kämpfer in Syrien Geld für den Erwerb von Ausrüstungsgegenständen zur Begehung terroristischer Straftaten zur Verfügung gestellt zu haben, berichtet die Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Ich bin immer so hin und her gerissen beim Verfassungsschutz und den ganzen Typen, ob die doof sind oder ob die uns einfach nur ärgern wollen. Aber hier glaube ich wirklich, sie können das selber nicht glauben. Den Schwachsinn können sie selber nicht glauben, weil hätten die wirklich einen Beweis dafür, ja, dass er einen finanziert hat, dann hätten sie ihn mitgenommen. Die hätten ihn mitgenommen, wenn es irgendeinen Beweis dafür gäbe. Die wollen nur einschüchtern. Es ist doch totaler Schwachsinn. Wenn du einen Beweis hast, dann bist du im Gefängnis. Aber es geht darum zu stören, es geht darum kaputt zu machen, es geht darum Laptops damit zu machen, Sand ins Getriebe reinzusteuern. Ist doch totaler Schwachsinn. Wenn du einen Beweis hast, wo willst du den Beweis haben? Ach so, wann hat er den denn hingeschickt? Wann soll er den hingeschickt haben? Wann denn? Wo denn? Was? Welche Beweismittel willst du jetzt finden? Dass er dem Geld gegeben hat? Hat er jetzt dann eine Quittung, Übergabe von Geld an Dingsbums? Was wollen die finden? Bei der Razzia in der Moschee? Tagebuch oder was? Wo er reingeschrieben hat, ja, ich habe dem und dem Geld gegeben, dass er nach Syrien geht. Was soll das denn gewesen sein? Würde ich mal gerne wissen. Was soll das gewesen sein? 2014, 2015, 2016, was soll das gewesen sein? Das ist der pure Blödsinn, Leute. Man muss nur über das Gehirn einschalten.
Welche Beweismittel wollen die denn da finden? Dass der einem Geld gegeben hat, um was weiß ich hier, eine Bombe zu bauen oder was? Hier, pass auf jeden Fall. In einer Reportage, bla 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 bla. So, dann wird hier alles möglich zitiert aus den auf Vorträgen. Kennen wir ja. Da wird dann ein Wort genommen. Das, was davor ist, wie zum Beispiel bei mir. Ich sage, wir würden die Bibel noch nicht mal auf der Toilette lesen. Und dann erkläre ich danach, warum. Weil wir die Bibel respektieren für das, was richtig ist von Allah. Und die stellen so, wie, die würden die Bibel noch nicht mal auf der Toilette lesen. Das heißt, die schimpfen gegen die Bibel. Ja, schau es dir mal an. Guck mal, so hinterhältig seid ihr. So hinterhältig. Und genau wie damals die Medien in München-Gladbach, ja? Da bringen sie dann einen Vortrag, Abu Enes, wo er so macht, ja? Und dann zeigen sie, und dann gibt es doch einen Ex-Boxer, Abu Hamza, und dann zeigen sie irgendeinen in der Höhle, in Afghanistan, hey, ihr Kuffar, wir töten euch alle. Ja, die Sicherheitsexperten nehmen an, dass das vielleicht der Abu Hamza ist. Mhm, klar, haben bestimmt gesagt, ich bin nach Afghanistan gefahren und bin dann 2 Wochen später wieder eingereist. Weil ich war zu dem Zeitpunkt übrigens in Katar gewesen. Auf jeden Fall. Als die Moschee damals in Mönchengladbach zugemacht wurde. So, Abu Bara, einer der gefährlichsten islamistischen Hetzer. Einer der gefährlichsten islamistischen Hetzer? Boah. Susanne Schröter, Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, sieht in Abu Bara einen der gefährlichsten islamistischen Hetzer in Deutschland. Doch der 45-Jährige, jetzt pass auf, warum denn? Die Frage ist ja jetzt, warum ist er denn einer der gefährlichsten Hetzer? Doch der 45-Jährige sei nicht dumm. Aha. Er rufe nicht direkt zu Gewalttaten auf. So Schröter. Vielmehr verbreitet er seine Hetze auf subtilere Art und Weise. Aha, so ist das also. Das heißt, er arbeitet mit Hypnose. Der sagt in seinen Vorträgen, seid nicht gewalttätig, Terroranschläge sind haram, aber der hypnotisiert die Leute, abracadabra, kadabra, simsalabim, und dann gehen die raus mit dem Schwert und der Machete, bringen die Leute um. Ey, was ist denn für ein Schwachsinn? Leute, was? Das Schlimmste, was uns als Prediger passieren kann, ist, dass wir in der Öffentlichkeit etwas predigen und dann sitzen wir in geheimen Räumchen und sagen, hey, pass mal auf, so und so. Was sagen dann die Leute, die bei uns sitzen? Der Typ ist ein Lügner. Der sagt, das ist haram. Und wenn ich bei ihm sitze, sagt er, das ist Pflicht. Der sagt öffentlich, das ist verboten. Und wenn ich mit ihm sitze, sagt er, das ist Pflicht, ein Lügner. Da sitzt keiner mehr bei dem. Das ist der pure Blödsinn, subtilere Art und Weise. Aber das ist, wenn man keine Argumente hat. Das heißt, du hast keine Argumente, du laberst einfach nur. Das ist der schlimmste islamistische Hetzer, weil der zwar öffentlich gegen den Terror redet, aber abracadabra simsalabim das reinbringt, das ist der pure Blödsinn. Liebe Nicht-Muslime, schaltet euer Gehirn ein, wie ihr hier von den Medien und Pseudo-Experten für blöd verkauft werdet. Nicht, liebe Muslime, schaltet euer Gehirn ein, bevor ihr euch abwendet von solchen Leuten. Die einzigen für die Doofen vom Verfassungsschutz, die sich heute freuen, sind die Leute vom IS. Die sagen, siehst du, das ist die Strafe von Allah, so wie sie immer gelabert haben. Wo ihr sie die ganzen Jahre in Ruhe gelassen habt. Wo sie in unserem Windschatten in Ruhe gefahren sind. Und ihr Doofen gedacht habt, wir sind die Leute, die zum Terror aufrufen. Bis dann der Mordaufruf gegen mich vom IS gekommen ist, haben sich umgeguckt. Ach wie, die haben jetzt doch einen Fehler gemacht. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, okay, auf jeden Fall. Dann, er weiß, wenn er sagt, tötet die Ungläubigen, landet er im Gefängnis. Wenn er aber nur zum Hass aufruft und jemand anders tötet, dann ist er nicht mehr verantwortlich, erklärt Schröter im ZDF. Frau Schröter, gehen Sie zum Psychiater. Gehen Sie zum Psychiater. Ich weiß ja nicht, mit welcher schwarzen Magie Sie eventuell ab und zu arbeiten, aber vielleicht gehen Sie einfach mal zum Psychiater. Das ist ein gut gemeinter Rat. Doch Abu Bara zieht laut Bericht mit seinen Hassbotschaften nicht nur von Moschee zu Moschee durch die Bundesrepublik. Auf eigens organisierten Reisen, sind nicht eigens organisiert, er ist nur der Reiseführer, der wird mitgenommen als Reiseführer, damit er den Leuten dort erklärt, was sie zu tun haben. Nach Saudi-Arabien radikalisiert er Teilnehmer. Ach echt, wen hat er dann radikalisiert? So, jetzt die Leute, die mitgereist sind, die können ja mal erzählen, was er dort erzählt hat. Ob er da was anderes gepredigt als zu Hause. Die für einen 2-wöchigen Islamkurs mehrere 1000 Euro zahlen, das ist kein Islamkurs,
Es ist eine zweiwöchige Umrah-Reise. Das ist alles Volksverdummung, alles Lüge. Auf diese, so jetzt kommt der ganz schlau, Ismail Tipi, Ismail, keine Ahnung vom Islam, Tipi. Auf diese Weise entzieht er sich der Beobachtung durch deutsche Behörden. Ismail Tipi, sind Sie bei der CDU? Was heißt denn CDU? Chronische Demenz? Union oder was? Ach, auf diese Weise, wenn er auf die Pilgerfahrt fährt, entzieht er sich den deutschen Behörden? Ach so, Herr Tipi, sind Sie schon mal auf die Idee gekommen? Ja, da, auf die Idee sind Sie bestimmt noch nicht gekommen, dass bei jeder Pilgerfahrt mindestens einer vom Verfassungsschutz mitfährt, um da alles mitzukriegen. Sind Sie schon mal auf die Idee gekommen, Herr Tipi? Auf die Idee sind Sie bestimmt noch nicht gekommen. Aber wir sind auf diese Idee gekommen. Weil Sie denken ja, wenn man in Saudi-Arabien ist, da kriegt gar keiner mehr in Deutschland was mit. Ja klar. Das ist das Gefährliche. Wir wissen nicht, was da genau passiert. Ich kann mir vorstellen, dass viele dieser Jugendlichen als Gefährder wieder zurück nach Deutschland kommen. Ja klar. Sie können sich vieles vorstellen, weil sie keine Ahnung haben. Ja. Und wenn man wüsste, wie die Leute sind, dann würde man anders denken. Auf jeden Fall. Das erstmal dazu, um zu zeigen, was hier für ein Blödsinn gelabert wird. Weil jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, der weiß, der sieht hier das nur dummes Gelaber. Hätte man einen Beweis, hätte man ihn verhaftet, ganz klar. Ja? Und Beweise zu suchen in der Moschee, welche Beweise willst du, das ist einfach nur Schikane. Genau wie man bei mir eine Razzia gemacht hat im April 2015 mit dem SEK um 4 Uhr nachts, hat man bei mir die Bude gestürmt im Rahmen einer Großrazzia gegen die Hells Angels. Nur mal so nebenbei. Aber das war so peinlich, dass sie es noch nicht mal in der Zeitung bringen konnten. Aber die haben meinen Vater gesucht. Also ich werde vom Verfassungsschutz beobachtet. Die wissen genau, wo ich wohne. Ich bin hier angemeldet. Dann kommen sie zu mir in die Wohnung, obwohl mein Vater schon woanders auf dem Boden liegt mit den Kabelbindern hinten am Rücken. Die haben gedacht, der ist hier. Deswegen. Was lernen wir hier aus? Was heißt das jetzt? Warum wurde diese Moschee angegriffen? Wurde diese Moschee angegriffen, weil sie einen Fehler gemacht haben? Nein. Denn alles das, was wir sehen, ist, dass sie die Sachen richtig machen. Natürlich über Kleinigkeiten können wir uns immer streiten. Ja? Beziehungsweise sollten wir uns nicht drüber streiten, aber da können wir gerne drüber diskutieren vielmehr. Aber, weil sie Erfolg haben. Weil sie etwas anziehen. Und das ist der Weg, dass diejenigen, die Dawa nach vorne bringen, angegriffen werden. Das heißt nicht, dass alle, die angegriffen werden, auf dem richtigen Weg sind. Denn wir schauen uns, was sie predigen, was sie machen. Wenn einer zu unislamischen Sachen aufruft, wie Kinder töten, Babys töten, Frauen töten etc., dann muss er sich nicht wundern, wenn er angegriffen wird. Aber wenn einer zur Dawa aufruft, zum Wissen aufruft, zum Lernen der arabischen Sprache aufruft, zum Koranlernen aufruft, erklärt, was Halal und Haram ist, und nicht mehr und nicht weniger, wird angegriffen, da wissen wir, dass das ein Zeichen ist, dass er auf dem richtigen Weg ist. Möge Allah die Brüder festigen und ich hoffe, dass sich keiner einschüchtern lässt. Dass sich keiner einschüchtern lässt. Aber Leute, ihr müsst eine Sache verstehen. Egal was passiert. Die Botschaft ist nicht von einer Einzelperson abhängig. Es geht um die Botschaft. Die Botschaft ist nicht von einer einzelnen Person abhängig. Nicht von mir, nicht von Abu Bara, nicht von irgendjemandem. Denn als der Prophet a.s.w. gestorben ist, haben die Sahaba weitergemacht. Die Botschaft ist nicht von einem Projekt abhängig oder von einer Moschee abhängig. Wenn die Moschee zugemacht wird, was macht man? Man geht weiter. Für den Prophet a.s.w., für den Propheten a.s.w. wurde die Moschee in Mekka mehr oder weniger zugemacht. Und er musste auswandern. Hat er daraufhin gesagt, oh, es ist vorbei? Er hat weitergemacht. Die Dawa ist nicht von einem Projekt oder einer Moschee abhängig. Sondern wir müssen strukturiert, zielgerichtet arbeiten, wir als Muslime. Und wie gesagt, ich rede nicht für die... Ich habe mit den Brüdern in Berlin... Ich habe nur mit einem einzigen Bruder, der in Berlin lebt, Kontakt. Ja? Ich weiß auch gar nicht, inwieweit er jetzt regelmäßig dort in die Moschee geht. Es wurde übrigens in einem anderen Artikel auch erwähnt, dass Anis Amri wohl in diese Moschee gegangen ist. Erstmal,
Anis Amri ist mit Sicherheit auch in eine Ditib oder Miligurisch Moschee gegangen. So. Aber wenn er nachher nicht mehr dahin gegangen ist, oder Deisodog ist früher dahin gegangen, Deisodog ist zu verschiedenen Moscheen und Predigern gegangen, bis er seine Meinung in die Terrorrichtung ausgerichtet hat. Ja, bis er sie dahin ausgerichtet hat und sich von den Predigern, die nicht diese Meinung haben, abgewandt hat. Das ist der Punkt. So. Und wenn jemand vor fast 10 Jahren an der Moscheegründung mit beteiligt gewesen ist, was hat das dann mit einer Razzia 2018 zu tun? Fast 9 Jahre später. Das ist hier dieser Schwachsinn, der uns vermittelt wird. Und ja, der Prediger, der hat ja 5.000 Euro. Man weiß nicht, waren die in der Moschee, man weiß nicht, waren die zu Hause. Ja, wer weiß. Was will man damit suggerieren? Für die Terrorunterstützung. Welche Terrorunterstützung? Jetzt? Hier ist tot. Das kann für Teppich sein, kann für eine Moschee sein, kann für... Ich weiß es nicht. Aber das ist das, was man damit suggerieren will. Aha, wo kommt denn dieses ganze Geld her? Sind die wie die Pfaffen in der Kirche, sich das Geld am Einstecken? Oder eventuell für die Terrorunterstützung? Achso, die Terrorgruppen brauchen 15.000 Euro aus Deutschland oder was? Ist Schwachsinn hoch 10. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns beschützen. Ich bitte alle Muslime und Nicht-Muslime nicht an diesen Schwachsinn zu glauben, das Gehirn einzuschalten und standhaft zu sein. Denkt daran. Der Prophet Allah sagt im Koran, وَلَكَدْ كُلِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. Vorher sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُلِّبُوا أُوذُوا. Und sind sie standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt wurden und obwohl sie ihnen Schaden zugefügt wurde, حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Bis unsere Hilfe zu ihnen kam. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. Bis unsere Hilfe zum Sieg zu ihnen kam und es gibt keinen, der das Versprechen Allahs verändern kann. Und deswegen sagt Sheikh Uthaymin, وَكُلَّمَا قُيَدِ الْأَذِيَةُ قَرُبَ النَّصَرُ. Und immer, wenn die Beschädigung größer wird, kommt der Sieg näher. Möge Allah zu den Standhaften machen. Und ich wollte sagen, ich habe dieses Statement in meinem eigenen Namen gemacht. Ja, ich hatte von Abu al-Barra noch nie die Telefonnummer gehabt. Und er hat mich nicht dazu beauftragt oder irgendjemand, der mit dieser Moschee im Vorstand ist oder was, hat mich dazu beauftragt. Das ist einzig und allein meine eigene Meinung dazu. Das wollte ich hiermit betont haben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.